Die App National Geographic Explore VR gibt es bereits schon seit längerem auf der Oculus Quest. Was jetzt aber Neues ist, dass es nicht mehr nur die Antarktis als Schauplatz gibt, sondern auch Machu Picchu. Und ich möchte mir gerne gemeinsam mit euch einen ersten Eindruck verschaffen. Wir sehen uns an, was Machu Picchu bietet und ja, wie das Gameplay an der Stelle ist. Wenn ihr mein Review bzw. meinen ersten Eindruck zum Antarktis-Setting noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das einmal hier in den Infokarten, damit ihr euch das auch nochmal nachträglich ansehen könnt. Jetzt allerdings schauen wir uns Machu Picchu an. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. So. Wir sollen uns irgendwie so hinstellen. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Da sind wir im Ladebildschirm. Force Field Entertainment haben wir jetzt auch schon vor ein paar Spielen kennengelernt. National Geographic mit einer deutschen Synchronfassung. Sehr schön. 9,99 Euro. Die Anwendung ist auch nicht teurer geworden durch Machu Picchu. Das heißt, wenn ihr National Geographic Explore VR hattet, dann kommt es jetzt einfach dazu und ihr profitiert davon. Und wir möchten, dass du uns Fotos von deiner Reise schickst. Ja. Aber erst zeige ich dir, wie du dich fortbewegen kannst. Ja, ich weiß das doch alles. Schau auf deine linke Hand, um die Steuerung zu sehen. Das kennen wir doch schon. Also ihr könnt hier quasi euch teleporten. Und ich meine, das haben die auch ein bisschen verbessert. Nimm dir Zeit und erkunde die Basis. Dann kannst du zur Markierung gehen. Ja, ich gehe zur Markierung. Wenn... Super. Als National Geographic Entdecker wächst du mit deinen Fotos die Neugier der Leute auf die Welt, die wir teilen. Schießen wir dein erstes Foto für National Geographic. Ja, ihr müsst halt in der App auch Fotos schießen von Schauplätzen. Die könnt ihr euch dann hier auch aufhängen und da habt ihr eine ganze Fotowand. Also war bisher auch ein bisschen... Mach ich doch. Schau runter und heb mit Hilfe der markierten Taste die Kamera auf. Ach so, da. Wirf einen Blick durch den Sucher. Ah, guck mal, hier haben die jetzt auch eine Kamera eingebaut. Schau durch den Sucher an der Kamera. So. Super, du kannst... Ja. Super, du kannst rein oder rauszoomen, indem... Super, perfekt. Oh, das haben die cool gemacht jetzt. Um ein Foto zu machen, drückst du einfach mit deinem Zeigefinger. Super Foto. Es ist toll. Also man muss wirklich am Objektiv drehen, um das größer und kleiner zu machen. So, dann packe ich das Objektiv. Richtig cool gemacht. Vorher gab es diese Kamera auch noch nicht. Ihr kriegt einfach Machu Picchu dazu, wenn ihr diese App vorher schon besessen habt. Und wenn ihr die noch nicht besessen habt, dann kostet es weiterhin 9,99 Euro. Aber ihr habt quasi ein ganzes Setting mehr. Was mir schon immer aufgefallen ist, das ist eure Fotowand und ihr könnt dann Fotos, die ihr mit der Kamera, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, unterwegs geschossen haben, da aufhängen oder einrahmen. Schauen wir uns und mal, warum labert die Tante denn die ganze Zeit? Öffne es mit der markierten Taste. Und das wirkte schon immer völlig überdimensioniert für nur einen Schauplatz. Auch für halt doch mal die Fresse! Mal die Steuerung im Optionsmenü an. Entschuldigung. Öffne es mit der markierten Taste. Und ich glaube auch für zwei Schauplätze ist das überdimensioniert, also wird da wahrscheinlich noch was folgen. Jetzt drücken wir die Taste. Schau im Optionsmenü auf deine Hände, um die Steuerung zu sehen. Wenn du bereit bist, zeige und klicke auf Fortsetzen. Cool, danke für die Erklärung. Okay, damit sind die Grundlagen abgehakt. Du bist bereit zum Aufbruch. Okay. Wähle ein Ziel. Und jetzt können wir hier wählen Antarktis, haben wir schon hier auf dem Channel gemacht, oder Machu Picchu und ich möchte Machu Picchu sehen. Oh, das sah schon cool aus. Das muss ich unbedingt meinem Vater mal zeigen, der war schon in Machu Picchu. Sagt man das so? Der war in Machu Picchu? Wow. Willkommen in Machu Picchu, Peru. Wow. Sieh dich ruhig um. Wenn du bereit bist, geh zu der gelben Markierung und finde heraus, das was du hier tun kannst. Das ist der Hammer. Das sieht so geil aus. Echt der Wahnsinn. Und dann hier noch die Alpakas. Sehr, sehr cool. So, wo ist denn die Markierung? Da ist die Markierung. Ich will jetzt aber nicht zur Markierung, ich will mich umsehen.
wie ist denn hier die Steinstruktur? Sekunde, da muss ich mal gucken. Aber das ist richtig. Das ist nicht einfach hier, ich sag mal, so eine Texturwand, sondern seht ihr das? Das sind die einzelnen Steine. Sehr, sehr schön gemacht. Das ist José, der Experte hier. Gibst du uns eine Einleitung? Hola, nett dich kennenzulernen. Hola. Bienvenido a Machu Picchu, einer königlichen Siedlung der Inka, erbaut um 1450 und etwa 80 Jahre später mysteriöserweise verlassen. Dass es Machu Picchu gab, wusste kaum jemand, bis Professor Hiram Bingham von der Yale-Universität eine Peru-Expedition machte und es 1911 neu entdeckte. Er hat viele Fotos gemacht und einige davon wurden im National Geographic veröffentlicht. Heute machen wir auch Fotos für die Zeitschrift. Und ein ganz besonderes Coverfoto. Ich habe ausgehandelt, dass du nach Sonnenuntergang ein einmaliges Coverfoto machen kannst. Sieh dich in der Siedlung um. Ich habe die Orte markiert, die für die Zeitschrift interessant sind. Viel Glück. Wie geil die das einfach jetzt auch mit dem Nebel gemacht haben, ne? Was haben wir hier? Ah, da können wir dann gucken. Heiliger Platz. Haus des Wächters. Wie kommen wir da jetzt hin? Ah, so kommen wir jetzt da hin. Also das heißt leider nicht frei erkundbar, sondern ihr könnt euch dahin teleporten. Aber finde ich jetzt gar keinen... Das ist eine der geschlossenen Wohnanlagen von Machu Picchu. Wir glauben, dass diese Anlagen, die man überall in Machu Picchu findet, den höherrangigen Familien gehörten. Diese Stelle eignet sich perfekt für Fotos zum Artikel Inka-Häuser. Bei dem Inka-Häuser von innen und außen betrachtet werden. Kann ich die Tante irgendwie ausstellen? Ich will jetzt hier auch gerade keine Fotos schießen. Da oben kommen wir ja. Sondern das einfach hier mal genießen. Also das muss man wirklich so sagen. Das ist die Antarktis, die war cool. Ne? Aber das ist hier, das ist echt der Hammer. Hier kannst du einen Fotoauftrag starten. Schau auf deine linke Handfläche und mit dem Foto. Bei diesem Fotoshoot machst du mit Hilfe einer digitalen Rekonstruktion eine Zeitreise und siehst, wie die Inka gelebt haben. Oh. Nehmen wir den Alltag der Inka unter die Lupe. Wir glauben, dass das Haus, neben dem du stehst, einer hochrangigen Familie in Machu Picchu gehörte. Machen wir erst ein Foto, das es von außen zeigt. Ich habe dir ein Bingham-Foto hochgeladen. Kannst du es abgleichen? Als Bingham dieses Haus fand, hat dort jemand gewohnt. Es hatte ein provisorisches Dach. Okay, das Foto müssen wir jetzt nach. Ja, gute Arbeit. Schießen. Also die Grafik ist ja der Wahnsinn. Kannst du dich an die Skizze erinnern, die ich dir geschickt hatte? Nein. Ach, die hätte ich fast vergessen. Tut mir leid, ich lade sie gleich hoch. Können wir auch so eine Aufnahme machen? Ich liebe diesen Anblick. Könnte sich für den Artikel eignen. Ah, okay. Auf jeden Fall. Gute Idee, José. Das wollen wir nochmal haben? Super. Willst du mit einer digitalen Rekonstruktion ins 15. Jahrhundert zurückreisen? Ja, selbst. Bitte umreiße, wo es hingehört. Okay, ich check grad nicht, was ich machen muss. Ah, da oben, guck mal hier. Danke, José, dass du dem Grafikteam mit den historischen Details hilfst. Null Problema. Okay, jetzt haben wir das Dach irgendwie umrissen. Ach nee, wie geil ist das denn? Wow. Sind wir zurückversetzt ins 15. Jahrhundert? Sie, wirklich fantastische Arbeit. Ja, und sowas. Die Familie kommt gleich rein. Sowas seht ihr ja nicht. Platzieren wir die Gegenstände so, wie in der Wenn ihr Machu Picchu besucht, also das ist ja wohl wirklich. Der Topf gehört auf den Herd, das Essen davor. Aber bring dich ruhig auch selbst ein. Ach, wir müssen jetzt hier mitmachen. Diesen Kochtopf haben sie benutzt, um Quinoa-Brei zu kochen. Quinoa-Brei. Ein Hauptnahrungsmittel der Inka. Mais, Kartoffeln und Quinoa. Damit bin ich groß geworden. Alle haben Mais gegessen, nicht nur die Oberschicht. Wir haben Spuren davon in den Überresten gewöhnlicher Menschen gefunden, die hier begraben sind. Wo lass denn hin? Ach, da. Oh. Mit Essen wird nicht geworfen bei den Inka. Zufrieden bist, kannst du das Foto machen. Warum nimmt er den denn jetzt hier nicht? Das muss
muss jetzt so stehen. Ist das jetzt wirklich deren Ernst? Warum bleibt er denn nicht hier? Verstehe ich nicht. Ich bin sehr zufrieden. Super Arbeit. Die Textilien hier drin sind fantastisch. Mach ein oder zwei Fotos, wie du möchtest. Also das finde ich... Ich habe gelesen, dass manche Textilien für die Inka wertvoller waren als Gold. Die waren wohl nur für die königliche Familie. Claro. Manche Leute glauben, dass der König seine Kleidung nur einmal trug. Dann wurde sie verbrannt. Und ich dachte, ich kaufe mir zu oft Kleidung. Klasse Foto. Ich sehe da ein paar Schädel. Die waren im Alltag auch wichtig, nicht wahr, José? Absolutamente. Als ich klein war, war es noch normal, den Schädel von Großeltern oder Urgroßeltern im Wohnzimmer zu haben. So lebt die Kultur der Inka weiter. Mach ein Foto von den Schädeln in der Nische. Uns wurde gesagt, dass diese Familienschädel über unser Haus warten. Wenn einer mich beobachtet... Die haben Schädel von ja, Eltern und Großeltern in ihrem Wohnzimmer gehabt? Das ist ja abgefahren. Gutes Foto. Fotografiere auch die Opfergaben unter den Schädeln der Ahnen. Im Artikel zur Anbetung der Ahnen geht es um Gaben. Also das, was die gemacht haben, das mit den Fotos, das ist schon sehr cool. Danke. Im Artikel zu den Inka-Häusern geht es auch darum, wie die Inka wahrscheinlich geschlafen haben. Wir wollen unbedingt ein Foto vom Schlafbereich, wenn du eins machen könntest. Die Inka haben den vorhandenen Platz gut genutzt. Ein Raum hatte viele verschiedene Funktionen. Ja, heutzutage wird man sagen, asselig, die pennen und essen und gucken RTL 2 in einem Raum. Und bei den Inka ist das toll, da ist das charmant. Der Artikel zeigt also dieses Haus im 15. Jahrhundert, 1911 und heute, Seite an Seite? Ja. Buenasa. Es wird interessant, das zu sehen. Fantastisch. Das ist wirklich gut. Wahnsinnig gute Grafik, wahnsinnig tolle Bilder. Deine Fotos geben den Lesern einen guten Einblick in das Privatleben. Bereit für den nächsten Teil? Na klar. Nee, da kommen wir nicht lang. Okay, also der Spielbereich, der ist durchaus sehr begrenzt, was man durch die Aussicht, und das ist ja der Wahnsinn, ey. Auch mit den Vögeln. Was man so, ich hätte mich eincremen müssen, ich kriege Sonnenbrand. Also hier können wir noch lang, aber dann ist auch schon Sense, ne? Also hier können wir jetzt noch hin. Für diesen Teil des Artikels erklären wir anhand dieser Anlage, was an der Inka-Architektur so in Ordnung. Reden wir über die Architektur der Inka. Mit Hilfe deiner Fotos wollen wir zeigen, wie die Inka natürliche Elemente beim Bauen benutzt haben. Ah ja, wie der große Stein, der wahrscheinlich als privater Opferstein genutzt wurde. Genau. Ich habe im Interface eine Skizze von dem Stein hochgeladen, um den es geht. Welchen Bildausschnitt du wählst, liegt an dir. Die Inka glaubten, dass Geister in ihrer Umgebung lebten. Also haben sie natürliche Materialien beim Bau der Gebäude benutzt. Tolles Foto. Schwer zu glauben. Also, was ich sagen muss, die Anwendung sehr, sehr beeindruckend. Aber die ganze Laberei geht einem ein bisschen auf die Nüsse. Also mir zumindest. Aber, boah. Wir haben alles für den Inka-Architekturabschnitt. Wir haben tolle Fotos, die fantastische Handwerkskunst der Inka-Steinmetze zeigen. Wollen wir weiter? Ja. Ah, da können wir es. So, wir können jetzt zurück zum Eingang oder zur Ahnenverehrung. Dann gehe ich mal zur Ahnenverehrung. Gucken wir uns das nochmal an. Also bisher durchweg positiv, aber dieses ganze Fotogeschieße, ich würde es am liebsten einfach nur erleben. Der heilige Platz. Wir und glauben, gucken. Dies war das spirituelle Herz Machu Picchus. Boah. Dann ist das der perfekte Ort für Fotos zur Anbetung der Ahnen. Der absolute Hammer, aber ich bin mir fast sicher, dass das Fotomaterial ist, was sie da hinten eingelegt haben. Und auch die Vögel und wie, oh. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Aber ich weiß, gleich fängt sie wieder an zu labern, wenn ich da aufs Foto gehe. Deswegen, hier haben wir anscheinend zwei Aufgaben. Jetzt möchte ich einfach nur mal gerade genießen. Die frische Luft. Das ist der Hammer. Da unten noch ein Fluss, wenn ich das richtig sehe, der in der Sonne glitzert. Aber das ist der Hammer. Also...
Unfassbar toll gemacht. Und das ohne einen Aufpreis zu verlangen. Also, ich fand damals für die Antarktis 9,99 € echt viel, weil man da auch nach einer halben Stunde 40 Minuten durch war. Wobei, ach, guck mal hier. Auch tolle Details einfach, ne? Besser weg. Hallo? 9,99 € relativ viel für die Antarktis, obwohl sich das ja nahtlos in die VR-Preisstruktur eingliedert. Aber dass jetzt hier da ist wieder einer, dass jetzt hier das einfach kostenlos nachgeliefert wird. Und wenn man jetzt bedenkt, es ist Machu Picchu und die Antarktis in diesem Paket, gehört für mich, gerade auch weil das so toll ist, National Geographic VR zu den absoluten Must-Have-Anwendungen auf der Oculus Quest. Mit dem Machu Picchu Update aufgestiegen, sag ich mal. Antarktis war toll, aber das hier toppt die Antarktis noch um ein Vielfaches. Um ein Vielfaches. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass hier noch mehr Schauplätze kommen. Und ich finde auch, dann sollen die doch Geld dafür nehmen. Dann sollen die doch sagen, für so einen Schauplatz, das ist doch jetzt mal ernsthaft, das ist doch. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist doch eine halbe Stunde, 40 Minuten Spielzeit, dann sollen die sich doch dafür einen Fünfer nehmen und dann das richtig ausbauen. Also ich würde mich da total drüber freuen und ich feiere das hier gerade so ein bisschen auch. Also ja, klar, da hinten sieht man jetzt die Textur, ist ein bisschen verwaschen, aber alles so aus der Nähe, das sieht alles sehr, sehr toll aus. Alles sehr, sehr toll, sehr plastisch, hier dürfen wir nicht lang. Und also hier, ich geh kaputt, ey. Ja, Leute, das ist mein erster Eindruck von Machu Picchu. Wenn ihr im National Geographic Explore VR noch nicht habt, dann solltet ihr jetzt spätestens zuschlagen. Und wenn ihr es habt und von diesem Update noch nichts mitbekommen habt, dann solltet ihr die App mal inzwischen wieder öffnen, um euch das anzusehen. Der Hammer. Wie findet ihr denn Machu Picchu, das Machu Picchu Update von National Geographic Explore VR? Eure Meinung interessiert mich natürlich auch sehr, damit ihr mich hier nicht nur die ganze Zeit schwafeln hört. Schreibt es mir doch in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen oben da. Würde mich sehr freuen und schaltet auch zum nächsten Video ein, der Zockstube. Jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Wenn ihr auch eine Oculus Quest habt und nach Anwendungen sucht und nicht wisst, was ihr euch kaufen sollt, dann schaut mal in diese Playlist. Da habe ich Videos zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest mit meiner persönlichen Meinung dazu. Viel Spaß dabei und nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Ciao!